Hallo, herzlich willkommen in Runde 1. Wir fangen mal an. Ja, gut, Vivian auf der Hand. Das versuchen wir. Liegt aber auch daran, dass wir Humble Naturalist haben, der uns, wenn wir ein Land nachziehen, Bristling Boar in Runde 3 schon beschert. Ansonsten können wir ihn benutzen, um Pfahlfinder auszuspielen, uns entsprechend das dritte Land zu suchen. Da ist das nächste Land und das heißt Bristling Boar. Und wir haben direkt einen ordentlichen Angriff. Wie wir sehen, kämpfen wir auch gegen Blau-Grün. Interessant. Okay, der vom Gegner ziemlich, also ein etwas schwacherer Start. Wir greifen einfach an mit der Bristling Boar, spielen unseren Pathfinder aus. Noch ein Land und ja, können dann nichts weitermachen. Ist gut. Wenn der Gegner hier doppelt blocken will mit Reader und Fertilit zum Traden, dann küsse ich seine Augen. So, unser zweites Island raus. Wie gesagt, nächste Runde können wir Storix ausspielen, eventuell sogar Honey Mammoth ausspielen, vielleicht Vivian ausspielen. Gust of Wind steht uns zur Verfügung. Das hier könnte Convolute vom Gegner sein, mit zwei Grün, ein Blau offen. Von daher werde ich jetzt Vivian nicht ausspielen. Ist einfach, wie gesagt, die gewinnen ja ziemlich sehr wahrscheinlich das Spiel, wenn ich sie ausspiele. Und deswegen versuchen wir jetzt hier den Removal oder beziehungsweise Counter vom Gegner, da ist es Convolute, zu provozieren. Mit unserem Heron, das wäre nämlich auch ein ziemlich guter Spielzug hier, den Pathfinder fliegen geben und für 7 angreifen. Und das hat der Gegner richtigerweise mit seinem Konvolut verhindert. Wir sind aber immer noch auf dem Board vorne, das heißt, er muss eigentlich was ausspielen, kann nicht so bequem Countermana offen lassen. Jetzt hat er 2 offen, jetzt hat er wieder 3 offen, verdammt. Ja, das möchte ich nicht unbedingt. Wir können trotzdem angreifen. Der Gegner könnte doppelt blocken mit Fertilit Essence und Essence Symbiote, einen Counter opfern und würde die. Ach so, die kann ja nur von einer Kreatur gehen. Leute, Leute. Und ihr lasst mich hier die ganze Zeit reden und keiner korrigiert mich mal. Hier ist es wahrscheinlich richtig, den Starix als Mutate tatsächlich zu spielen auf den Pathfinder, da wir dann direkt noch einen guten Angriff haben. Der Gegner ist hier jetzt auch wieder gezwungen, noch einen Counter zu haben. Ey, wenn er noch einen Counter hat, krass eigentlich. Ich glaube, unter normalen Umständen würde uns das ziemlich nerven. Okay, das ist anscheinend kein Counter passiert. Unter normalen Umständen würde ich mich fast aufregen. Aber wir haben ja noch Vivian auf der Hand. Das ist schon mal eine sehr schlechte Situation für unseren Gegner. Und wir hoffen nämlich vor allem, dass wir Vivian gar nicht zeigen müssen. Aber schauen wir mal. So, der Gegner spielt schwarz. Wir müssen also ein Extinction Event spielen. Extinction Event, mit dem habe ich so viele Gegner vernichtet und wurde von so vielen Gegnern damit vernichtet. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben hier eine ungerade Kreatur. Hier haben wir eine gerade, hier eine gerade. Okay, also Extinction Event ist gerade nicht so gut gegen uns. Der Gegner hat ja auch einen Mix. Ah, der Gegner hat selber ein Archipelagor. Das ist natürlich auch spannend, um eben hier ordentlich reinzubashen. Nehmen wir mal an. Muss dafür jetzt Chump blocken, wenn wir mit unserer Boar angreifen. Und die Frage ist, können wir dann überhaupt bouncen? Ja, wir müssen es wahrscheinlich sogar. Ich meine, Honey Mammoth ausspielen wäre auch okay. Also wahrscheinlich Chump blockt der Gegner mit dem Facet Reader und lootet noch eine Runde. Wenn wir dann mit Gust of Wind den Archipelagor wieder auf die Hand schicken, dann
kann der Gegner auf den Essence-Symbiote drauf mutaten, kriegt einen 8-8er und 2 Leben, hat sonst nichts, um anzugreifen. Das heißt, wir sterben nicht. Kann den Staryx aber für eine zusätzliche Runde festhalten. Alternative wäre, einfach den Honey Mammoth auszuspielen, aber sehe ich nicht so recht, warum uns das weit nach vorne bringt. Wir können nämlich noch die begleitende Glimmerbell ausspielen mit dem Gust of Wind. Das sieht mir anständig aus. Ja, natürlich auch. Nee. Theoretisch hätte ich eine Möglichkeit finden können zu gewinnen, indem ich einen von den Kreaturen gegastet hätte und dann meinen Ramp Through, wenn ich das gezogen hätte. So hätte ich den Gegner auch töten können. Ja, aber gut. Jetzt ist es nun mal so, ich gebe ihm einen zusätzlichen Dings. Aber wenn ich jetzt den Wingspan-Mentor auf die Bristling Boar mache, dann ist der Gegner praktisch gezwungen, die niederzuschrecken mit dem Archipelagor. Kann dann nicht angreifen. Das ist ganz gut. Der kostet 6 zu mutaten, dann hat der Gegner noch 2 Mana, vielleicht nächste Runde. Knappe Entscheidung, aber Wingspan Mentor ist natürlich als Überraschungseffekt noch etwas besser. Weil theoretisch können wir den Gegner onboard auf 1 bringen. Mit dem Überraschungsmentor nächste Runde. Vorausgesetzt, es passiert das, was ich erwarte, dass Archipelago auf den Essence-Symbiote geht, Staryx niederstreckt und dann zurückbleibt und nicht angreift. Genau, wenn der Gegner angreift, können wir ihn töten, aber das würde er auch ohne den, würden wir auch ohne den Wingspan-Mentor tun, von daher nehme ich mal schwer an, dass wir hier keinen Angriff sehen. Okay, gut, der kann also sonst nichts ausspielen. Das heißt, wir machen jetzt einfach Mentor plus Primal Empathy. Der Gegner hat ja, wie gesagt, auch keinen Mana offen, um irgendwas zu machen. Wir kriegen 5 rein. Wenn der Gegner jetzt noch eine Mutation auf den Archipelago hat, dann streckt er 2 Kreaturen nieder. Das reicht nicht aus. Also der an sich nicht, da muss er auf jeden Fall noch mehr ausspielen. Also nehmen wir mal an, die beiden bleiben jetzt getappt. Der bleibt zurück. Ah ne, der müsste schon die beiden, weil die beiden Flieger ihn sofort töten. Ja, wie gesagt, das wären jetzt 2. Wenn er nichts weiter auf der Hand hat, sonst muss er die beiden Flieger stoppen. Und ah, okay, er versucht mich einfach zu töten. Cool. Oh, wenn er das schafft. Archipelago ist ein ziemlich dickes Biest. Das kann natürlich funktionieren. Noch 2 Damage drauf. Ja. Er hat jetzt noch eine Mutation drauf. Krass. Oder er hat einfach das gehabt und das reicht ja schon. Obwohl die Glimmerbell können wir ausspielen, aber vielleicht sterben wir dann auch. Mal gucken. Ja, die Glimmerbell nehme ich mal an. Da sind jetzt halt schon 3 drauf. Der kann 4, also der kann uns ziemlich, ziemlich sicher töten. Wir haben jetzt 6, 7 Mana damit. Das reicht also nicht, um die Glimmerbell zu enttappen und
noch Honeymammoth auszuspielen, sondern nur Glimmerbell zu enttappen und Vivian auszuspielen. Das ist natürlich sehr viel, was wir dem Gegner verraten, aber ist wichtig, damit wir hier das Spiel noch gewinnen können. Müssen nämlich selber zwei Kreaturen hinlegen und natürlich darauf hoffen, dass der Gegner keine Mutations oder Interaktion mehr hat. Aber das ist klar zu dem Zeitpunkt. Ach nein, wir können noch nicht mal mit dem angreifen, ne? Weil wir eben zwei Kreaturen blocken müssen. Eieiei. Natürlich mit Reach. Wollen wir hoffen, dass es reicht. Wie gesagt, eine Mutation reicht locker aus, dass wir hier Mulu sind. Aber der Gegner hatte auch nicht mehr viele Handkarten. Also durchaus möglich. Und dann ist der Gegner nächste Runde tot. Wenn wir jetzt hier nur irgendwie den Gormeister Chump blocken müssen, ist das ja halb so wild. Auf jeden Fall ist jetzt die entscheidende Runde. Aber ich bin schon sehr beeindruckt, was der Gegner da gemacht hat. Und gut möglich, dass es da auch Spielzüge gab, die besser gewesen wären. Also von mir aus, dass ich hier nicht ganz alles richtig gemacht habe, dass ich vielleicht hätte irgendwie früher schon gewinnen können oder den Gegner mehr unter Druck setzen, dass ich jetzt nicht so in die Ecke gedrängt bin. Unsicher. Unser eigener Archipelago hätte auf jeden Fall sehr geholfen. Ach, okay, ist spannend. Gut, wohl keine Mutation, keine Interaktion, sondern einfach noch mehr. Ah, nice. Warte mal, ist der Gegner dann nicht schon tot? Er kann das machen. Weil das sind 7 und damit sind das 9. Dann haben wir gewonnen. Er hat kein Reach. Nur nochmal alles abchecken, um ganz sicher zu gehen. Er hat kein Reach. Der hier hat natürlich eine ganze Menge Kram drauf. Aber hat kein Reach. Joa, dann. Geiles, geiles, spannendes Spiel schon mal. Und wir mussten auch unsere Vivian preisgeben. Nice. Also, ich freue mich schon jetzt nach dem ersten Spiel sehr über dieses Match. Das war ja auch schon hart umkämpft. Mal sehen, ob es weiter so bleibt. Oh Gott, dieser Plopschutz, ey. Ich habe den aber auch zugegeben mit Panzertape an meinen Mikrofonhalter dran gemacht. Also, joa. Total professionell alles hier in meiner Bude. Wir sind ein professioneller Magic-Streamer, ganz genau. Ja, Archipelagoa. wir haben nicht unbedingt viel gesehen, wo Plummet gut wäre. Wir haben ansonsten eigentlich nur einen Haufen Fertilists gesehen. Warum der Gegner schwarz spielt, wissen wir noch nicht. Oder habe ich nur etwas vergessen? Schauen wir nochmal kurz in seinen Friedhof rein. Nee, haben wir nicht. Also eigentlich nur so ein bisschen Füllerkarten plus Archipelagoa. Parcel Beast. Ah, ja. Gut, also es ist gegen den wirklich blöd, dass uns der Removal fehlt. Aber sowohl gegen Archipelago als auch gegen Parcel Beast sind hier Frostlings Tab und der Frostfell Ambush Tab ganz gut. Ja, Thwarted Enemy könnte uns tatsächlich mal eine notwendige Runde gegen Mr. Gormeister kaufen. Wir haben Neutralize gegen den, das gefällt mir auch. Und praktisch auch Gust of Wind plus Neutralize. Was denkt ihr über Thwart? Sollen wir das hier reinholen? Oder sagen wir einfach, komm mal, ey. Vielleicht statt dem Giraffeed. Schien hier irgendwie nicht so super sinnvoll zu sein. Einfach so ein Thwart machen. Aber wie gesagt, um eine Runde zu kaufen, das ist keine Karte wert. Komm. Komm, ey.
Eigentlich ist Thwart ja nur sinnvoll, wenn du es benutzen kannst, um dann halt den Combat zu gewinnen, ne? Dass deine Kreaturen halt Damage machen, aber die vom Gegner nicht. Ja, gut, ich denke mal, hier versteht ihr, warum ich das sofort zurückgeschickt habe. Das konnte man nicht halten als One-Lander. Dieser Five-Lander ist auch nicht so geil. Aber da muss man manchmal in den sauren Apfel beißen. Jetzt hat der Gegner einen guten Start. Vor allem, wenn er nächste Runde den Gedöns Great Horn hat. Ja, hundertprozentig blocke ich hier, wenn der Gegner unbedingt seine Runde benutzen möchte, um sowas zu machen. Hey, gerne. Kein Problem. Das ist nur ein Two-Drop. Ich meine, ich hätte jetzt natürlich auch gerne die Boa nächste Runde den Gyrafeed ausgespielt, aber es ist nicht so, als hätte ich sonst nichts zu tun. Ich habe immer noch den Otter. Nächste Runde entweder die Boa oder den Mentor, um direkt weiter Karten zu ziehen mit dem Otter. Und wie gesagt, außer Parcel Beast und Archipelago sind wir nicht besonders. Wie heißt es? Verschreckt, eingeschüchtert vom gegnerischen Deck. Da kommt natürlich sofort Marcel. Das ist natürlich bitter, aber wenigstens haben wir auch unsere eigene Card Draw Engine. Daher können wir wenigstens, was das angeht, noch ein wenig mithalten. Ramp Through reicht leider nicht aus, um Marcel zu töten. Ich schätze mal, dass das jetzt hier ziemlich darauf hinausläuft, wer den ersten Removal Spell hat. Ja, mal gucken. Ja, gut. Ja, unangenehm. Aber ein 1-4er Flieger ist auch nicht so schlimm, wenn wir doch ganz ehrlich sind. Hier auch ich den Gyrafeed raus mit Vigilance, weil ich vorhab, dem Fliegen zu geben, denke ich. Gegner hat freundlicherweise Parcel Beast vor dem Combat getappt, sodass wir mit dem Heron noch einen Schaden durchbringen konnten. Vielleicht ist das der entscheidende Schaden. Deswegen spielen ja auch solche kleinen Fehler eine Rolle. Ah, auch noch ein Otter. Gut. Klar doch, klar doch. Gyrafeed gegen Otter tauschen. Wollen wir das? Nicht so mega dringend. Aber wir könnten theoretisch vor dem Combat die Bristling Boar ausspielen. Und dann noch Ramp Through benutzen. Falls der Gegner jetzt kein Essence-Scatter hat, kommt mir das ganz nett vor. Ist nämlich auch nicht besonders. Misstrauen erregen für den Gegner, dass wir diese Boa ausspielen. Da er einen 3-5er hat und die ja offiziell nicht so viel macht gegen einen 3-5er. Aber wie gesagt, wir können den Sweet, Sweet Card Advantage vom Gegner nicht verhindern. Und wenn wir hier nicht ganz viel Glück haben, sehe ich auch ein bisschen schwarz, wie wir dann die Runde noch gewinnen sollen. Ich habe doch nichts übersehen, oder? Ich meine, ich hätte schon den Frostwell Ambush spielen können, das ist mir klar, um den für eine Runde effektiv vom Tappen abzuhalten. Gut. Wingspan Mantor auf die Boa. Am Ramp Through weiter offen. Okay. Dann funktioniert das leider nicht so gut.
Wollen wir hier mit der Bristling Boar irgendeinen Angriff vortäuschen? Nicht wirklich, wenn der einfach mit Puzzle Beast. Obwohl, den, ehrlich gesagt, den 2-for-1 nehme ich. Gegen Puzzle Beast auf jeden Fall. Gegner weiß jetzt, dass wir was haben, aber wir müssen eben auch Schaden machen. Und irgendwie schauen, dass wir hier zu was kommen. Vielleicht hätte ich besser auf den Heron gemacht, falls der Gegner noch ein Removal hat. Wie gesagt, das ist sau unangenehm hier gegen den Gegner, der sowieso schon brutalen Card Advantage gegen uns ausbaut. Jetzt noch ein 2-for-1 hier hinzunehmen, dass wir unsere Boar und unseren Removal Spell opfern. Aber sehe hier keine wirkliche Alternative, der immer noch mehr Karten zieht. Und immerhin können wir den dicken Kollegen Archipelagor ein bisschen aufhalten mit Ambush. Das ist jetzt auch nicht so geil für uns, aber. Na dann. Würde ich mal sagen, greifen wir einfach mal an. Ich glaube nicht, dass das hier richtig war, da wir nicht wirklich genug Power haben. Vielleicht war das etwas schlecht von mir, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Unser Heron ist ja leider auch schon weg. Wir haben auch nur einen. Eieiei. Dieses Mystic Subdual ist ganz schön nervig für uns. Und schon haben wir gar keinen Angriff mehr. Joa, das habe ich befürchtet. Weitere Länder helfen uns da nicht unbedingt großartig weiter. Ich hätte hier den Angriff noch machen sollen ins Great Horn rein, da der Gegner keinen Doppelblock drauf hat. Wir haben ja Vigilance. Ja, gut, hab ja gesagt, da können wir nur mit ganz viel Glück das Spiel noch gewinnen. Ich meine, unser eigener Archipelagor wäre nicht vor. Oh, nee, komm. Ja, muss sagen, die Version vom Gegner ist. Ja, ist nicht unbedingt besser als unsere. Ich meine, er hat Marcel, ansonsten sehr viele ähnliche Karten. Halt so ein Great Horn, so ein Essence Symbiote, so ein bisschen früher. Dingsies hätten uns auch noch geholfen. Noch mehr Länder helfen uns natürlich nicht besonders. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joa, wir haben 8 Spells gespielt. Das ist jetzt nicht furchtbar, aber wenn man mal guckt, dass wir 10 Länder gezogen haben gegen 8 Spells, ist das natürlich halt auch nicht so krass. Okay, der Gegner scheint schwarz mindestens für Chittering Harvester zu spielen. Okay, er hat auch noch Anguirus. Er hat wirklich eine Menge von Mutations, die wir jetzt nicht haben. Na gut, das war jetzt leider nicht besonders knapp, aber naja. Wie gesagt, der Gegner hat irgendwie 5 Karten mehr gezogen als wir mindestens. Und wir sind noch geflooded. Denke mal, da muss man sich jetzt auch nicht schämen, dass man das Spiel verliert. Ja, was haltet ihr hier noch für sinnvoll? Ich sehe da nicht so viel. Das Mystic Subdual hat uns mega zerstört. Aber dagegen können wir auch nichts machen. Wir haben kein Enchantment Removal, kein Wild oder sowas aufgenommen im Draft. Ja, weiß nicht. Ist das Deck vom Gegner besser als unseres? Also nicht, wenn wir Vivien ausspielen, aber da ist eine Menge ähnlicher Kram dabei. Ich glaube, es lag an Card Advantage vom Marcel. Und dass wir ein bisschen zu viele Länder gezogen haben, aber ohne Marcel hätten wir vielleicht noch eine gute Chance gehabt. Jetzt hoffen wir mal, dass wir mal curven können. Ja, komm hier, das sieht doch mal nach was aus. Direkt mal alles auf der Hand. So wollen wir das haben. Okay. Unsere Chancen stehen nicht schlecht mit dieser Hand. Aber der Gegner kann natürlich immer noch krassere Sachen machen.
100 Pro Primal Empathy. Jetzt fangen wir an, extra Karten zu ziehen. Das ist unser Marcel-Ersatz. Frage ist, nächste Runde Heron auf die Glimmerbell. Bin so kein großer Fan davon, unsere fliegenden Dinger. Also denn ich möchte so gerne nächste Runde irgendeine andere, am liebsten Non-Human Creature ausspielen. Dann in der Runde drauf vielleicht den Heron und dann irgendwann Wingspan Mantron kann dann alle unsere Flieger wachsen lassen. Besser als jetzt irgendwie Heron auf Glimmerbell zu spielen, dann vielleicht Runde drauf Wingspan Mantor ohne Value und dann irgendwann die einzelne Kreatur wachsen lassen zu können. Das sieht für mich nicht richtig aus. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit besser, um den Gegner nochmal ein bisschen zu verlangsamen. Wir ziehen unsere Karte ja direkt nach. Oh ja. Oh ja, okay. Das mache ich natürlich gerne. Das ist natürlich was anderes. Ja, gut, ich meine, wir hätten sie auch einfach so ausspielen können. Mit Wingspan Mantor noch was drauf. Der 2-4er Flieger alleine macht ja schon was. Aber ich denke mal, es ist vertretbar. Wir machen hier gerade gut Tempo-Wett. Wir können nächste Runde den Starix einfach als 6-6er ausspielen, danach den Heron auf den drauf mutaten. Das sieht alles schon viel besser aus als wir als letzte Runde, was wir da hatten. Und genau, jetzt, das war nämlich das, worauf ich gehofft habe, dass wir eben gut rauskommen und einfach Tempo machen können, der Gegner jetzt selber nicht mehr so gut hinterherkommt. Und das ist jetzt wieder so günstig, dass ich das hundertprozentig mache, denn wir nehmen dem Gegner eben seinen Mana Acceleration weg und wir können ja den Heron auch auf den Otter spielen nächste Runde. Hat weniger Power raus, aber wir verlangsamen weiter den Fortschritt vom Gegner. Der kann jetzt nichts, wo er jetzt Marcel drauf mutaten kann. Er kann Marcel einfach ausspielen oder Greathorn einfach ausspielen. Bringt aber nicht viel gegen meinen repressiven Card Advantage hier. Wir könnten Starix jetzt einfach auf den Otter drauf tun. Aber wir haben ja für 2 Mana noch den Facet Reader offen, von daher bin ich hier lieber Mana-effizient. Und wir ziehen nochmal 20 Karten nach, machen 6 Schaden in der Luft. Das sind alles schwerwiegende Probleme für den Gegner. Er kann nächste Runde aber den Archipelago ausspielen. Aber da haben wir gute Antworten drauf, jetzt insbesondere noch mit Frostlings. Und Frostfell Ambush auf der Hand. 5 und dann haben wir ja leider nicht genug. Wir haben nicht genug, um Starix plus Frostlings auszuspielen. Okay, aber das ist natürlich auch schlechte Nachricht für den Gegner. Mystic Subdual wäre jetzt nicht ganz verkehrt, aber bringt auch nicht mehr so viel. Flieger kann er damit nicht mehr produzieren. Na, meine Empathy, dafür ist es ein bisschen zu spät, meine Empathy noch zu snatchen. Und wir töten den Gegner jetzt in der Luft. Und das war's. Aber ich hoffe, der Gegner sagt, gib mir noch ein Good Game. Mit Frostwell Ambush können wir auch gewinnen. Wir haben 1000 Möglichkeiten, den Gegner hier zu töten. Ja, dann komm, gehen wir natürlich mit einem Wumms hier raus aus dem Spiel. Das war ein ziemlich geiles Game. Also das hatte ja alles. Das war schnell, das war langsam, das war. Wir hatten richtig krasse Turns, der Gegner hatte richtig krasse Turns. Ach so, ach, der Gegner hat ja hier noch den Reach Dude. Oh, upsala. Da habe ich doch etwas übermütig das Spiel abgeschlossen. Der Gegner hat der. Ich vergesse immer, dass der Anguirus auch Reach hat. Aber gut, wie gesagt, ohne. Also mit. Wir hätten Frostbite Ambush spielen sollen, klar. Ohne Board Wipe allerdings ist das Ding hier trotzdem gelaufen. Selbst das bringt nicht genug. Der kann unsere beiden Flieger damit zwar runtertappen, aber wir haben ja noch den Mantor, um den Mammut dann
drüber fliegen zu lassen. Haben außerdem den Frostweil Ambush, so könnte selbst unser Facet Reader den Gegner töten. Also alles cool. Wir haben das Spiel nicht weggeworfen. Und ich hoffe, dass ihr mir wenigstens verzeiht, dass ich jetzt nicht bei einer Rare, die man kaum sieht, im Limited natürlich, dass ich da das Reach übersehen habe. Ich denke mal, das kann man mir noch verzeihen. Wenn das jetzt eine Common gewesen wäre, okay. Aber gut. Aber wie gesagt, ich fand, das waren coole Spiele. Man hat hier ganz gut gesehen eigentlich, was so diese Ikoria Mutate Decks anstellen können. Zwar, die waren sehr, sehr swingy, die Games. Und sehr, also sehr, sehr viel Tempo, sehr schnell, sehr groß geworden, sehr schnell irgendwie wirklich das ganze Board, das Spiel übernommen, plus noch Card Advantage und so. Also das war ein krasses Auf und Ab hier, hat mir aber echt eine Menge Spaß gemacht. Also gerne noch mehr davon. Und ich hoffe, dann sehen wir uns bei der nächsten spannenden Runde, liebe Freunde. Bis gleich.